Na René, was hältst du von meinem Fahrzeug? Von meinem Teil. Der kleine Twizy. Wirst du eigentlich reinpassen so mit deiner Größe? Ja, na klar. Wenn ich hier reinpasse in die Hütte. Was hast du hier eigentlich heute mitgebracht? Das ist auch so ein Kabinenroller. Das ist ein Kabinenroller, du hast ja keinen. Das ist so ein Kabinenroller, so ein chinesischer. Econelo heißt das Teil hier. Oder das ist die Firma. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein von dem Ding. Aber ist richtig cool. Kannst du mit Mopedführerschein fahren und ja, fährt 45 maximal, für die Stadt ideal. Ja, super. Können wir da mal noch mit reingucken, noch mal reingucken? Na klar, kommt rein, die gute Spiegel. Hier, weiter ist aber nicht. So sieht's aus. Ich habe mein ganzes Gepäck mit, ich will eine Nacht rausfahren mit dem Teil jetzt. Ja. Wo willst du hin? An AWG-See. Wie könnte es anders sein, oder? Reicht das von der Reichweite? Ja, also 50 Kilometer Reichweite hat das Teil. Ich habe aber, guck mal da, meinen Benzingenerator mit. Damit kann ich das Teil laden. Und ja, jetzt tanke ich noch ein bisschen Strom hier nach bei Marco. Dann müsste es eigentlich auch wieder bis nach Hause reichen. Ja, naja, wenn was ist, soll ja noch ein bisschen Sonne scheinen. Solarpanel hast du ja auch drauf, reiche genau, sehen. Ja, hier überlegt er auch. Kommen so 70 Watt rein. Und er hat so 4 Kilowattstunden Akkus bei. Also müsste eine Weile laden. Gut, und du kannst natürlich mit Moped Führerschein fahren. Hast ein Versicherungskennzeichen fürs Moped. Ist ja witzig. Was kostet so ein Teil neu? Ich will jetzt nicht fragen, was du bezahlt hast, aber was kostet es? Ich glaube, so 5.000, 6.000 Euro. Und ich habe gebraucht bezahlt knapp 2.000 Euro. Im Zustand wirklich super, seht ihr ja. Hat gerade 3.000 Kilometer runter. Akkus sind auch relativ neu. Sind original, allerdings Blei-Gel-Akkus drin. Ah ja. Ich will aber noch ein bisschen aufrüsten. Ich hole mir dann wahrscheinlich nächstes Jahr so Lithium-Ionen-Akkus noch. Stell die in China, so ist nicht, wird ja nicht so teuer. Hm. Ja, dann verdopple ich damit die Reichweite. Seht ihr alles vom Kanal. Ich bin so drauf geliehen. Enduro nicht. Ja, ich nicht. Guck, jetzt geht's wieder los.